Schrauben. Es ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Ernsthaft? Freund, das geht. Ja. Es ist ja nicht so, als ob es unmöglich wäre. Los, Harvey. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Die Antwortmöglichkeiten sind so gut. Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Das wohl eher nicht. Schade. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exacto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Von dieses Wort, tempomorphe. Ja, das ist sehr schön. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphe? Do it. Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Ja. Halte dich fest. Und dieses wunderschöne Fade-Out. Ja. Ja. Also Leute, falls ihr das noch nie gesehen habt, genau so funktioniert Tempomorphen. Ja. Das ist also die Vergangenheit? Sieht man was an. Jetzt sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Nicht mehr als sonst. Verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Ich hab getötet gelesen. Sein Name war Albert oder... Alfred. Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Juhu. Einverstanden. Oh Mensch, das ist auch so gut lesbar, ne? Ja, es ist so gar nicht lesbar. Willst du vorlesen oder soll ich? Lest du. Harvey kann per Drag and Drop sogenannte Topics auf Edna ziehen, um sich mit ihr darüber zu unterhalten. Das ist echt nicht gut lesbar. Will er sie erst später benutzen, kann er sie auch auf der Leiste am unteren Bildschirmrand ablegen. Okay. Also rennen wir jetzt mit Harvey rum und gucken uns ein paar Sachen an. Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Okay. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Gut, dann lasse ich doch mal Edna ran. Wie? Ich glaube, du musst sie nehmen, oder? Achso. Mhm. Und jetzt kannst du sie erst benutzen. Tada! Jetzt wechsle ich wieder. Ich kann wahrscheinlich nicht da rausklettern. Dafür sind wir, glaube ich, zu klein. Heute scheint ein schöner Tag zu sein. Vor allem in welcher Welt ist das normal, sein Kind in den Keller zu sperren? Ich komme nicht an. America. America. Ja. Ein Ofen. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Sei Holz. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Ja, das ist auch das Beste, was aber man machen kann. Kein Feuerzeug. Du könntest theoretisch das Holz vor den, vors Fenster schieben und dann. Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was hier nicht funktioniert, aber. Nichts! Ach, Harvey. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden.
Wozu? Einen Saunaclub gründen? Wir hätten fast alles da. Wir haben einen Ofen, Holz. Da ist auch Öl. Wir könnten uns auch einreiben. Wir haben nur kein Wasser. Wie denn wohl? Ja, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Marmeladen, wir können es auch nehmen. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. Was? So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Was ist das für eine Marmelade? Eine gute. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Oh, wir haben noch Farbtöpfe. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. Schau mal, alles noch. Geh doch mal hoch zur Tür. Edna, hilfst du mir kurz hoch? Stimmt. Ja, ich denke, das kriege ich hin. Ha! Geh doch mal kurz. Na egal. Jetzt ist schon zu spät. Wartet er doch so gut. Ja, er bewegt sich wie ein Weltmeister. Du kannst doch die Sonne noch nehmen. Ja. Oh, das ist ja wer. Der linke ist Mathis, Ednas Vater. Mathis. Aber rechts, hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mathis zusammen am Tisch und isst Eis? Hattest du nicht früher Leute, mit denen du spielen musstest? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, ich auch nicht. Ehrlich nicht? Du etwa? Ja. Das kommt so eine traurige Kindheit. Spiel mit ihm, er hat sonst keine Freunde. Du etwa. Ja, so spiel mit ihm, er hat sonst keine Freunde, oder? Ja, so in die Richtung. Was? Entwickel? Mysteriös, Linkshänder und Rechtshänder Schere ja. Sehr schön. Esst mehr Obst. Ist hier noch ein Artikel, den ich rausholen kann? Den? Hallo. Nee, den kann ich nicht mehr rausholen. Okay, rein komme ich nicht. Ich kann mir ja noch die Sonne schnappen. Ich erst, wenn du nochmal zurückgehst und Mathis. Also hast du schon? Hab ich schon. Immer schon, ja. Okay. Nachbarn? Eine Hintertür. Boah, sieht gut aus, ne? Ich kann auch mal. Die Regentonne haben wir glaube ich, doch die haben wir. Hinter das Haus, das ist. Geh mal hinter das Haus nochmal, guck mal da nochmal. Yes. Haben wir noch irgendwas? Nee, das Nein. War's. Okay, gut. Dann haben wir, glaube ich, alles. Yay! Der Batschett, so geil. Ich mag das. So. Edna. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mathis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut. Moment. Hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Hm? Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Oh oh, jetzt ist sie böse. Die gute Regentonne. Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Die steht da. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Achso, ist gut, das gleiche. Schieß los. Komm schon, ja. Mathis, hockt und es kommt weiter. Ja. Das kann nicht sein. Da ist doch was um. Ich höre mit eins an und nicht wieder zwei. Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Esel auf Oggen reimen? Ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Ja. Das möchte ich gern hören. Rat mal was. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein. Schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume. Allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein.
Okay. Oh. Wenigstens haben sie keine Animation eingebaut, wie sie es macht. Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Ja. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. Draußen ist wunderschönes Wetter. Oh. Das ist nicht fair. Ich muss hier unten im Keller sitzen. Jetzt zieh ich mir wieder an. Vielleicht sollten wir die Nachbarn um Hilfe bitten. Die sind sicher auf Mattis Seite. Natürlich. Außerdem, wie stellst du dir das vor? Willst du zu ihnen rüberlaufen und klingeln? Ach ja. Ach ja. Das geht wohl schlecht. Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Oh. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. Ich guck mich lieber weiter um. Gut. Er ist ja nur eine Projektion unseres Unterbewusstseins. wie enttäuscht er war. Oh. Klinke. Ich glaube, das war's dann auch. Ich glaube, das war's, ja. Bum, 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 bum. Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Hm, mal überlegen. Vielleicht so etwas wie den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune. Tut mir leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miefigen Keller zu sehen. Ich finde schon einen Weg. Keine Sorge. Hast du schon die Klinke gedrückt? Langsam glaube ich, dass mit dem Tempo morschen war doch keine so gute Idee. Du weißt ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Keine Sorge, ich schaff das schon. Und dann kommst du auch wieder in der Gegenwart weiter. Gut. Hey Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ach ja. Ach ja. Bringe uns hier raus. So, dann tauschen wir mal. Funktioniert das wirklich? Was? Dass man nein. Ach so, das ist auch, ich wollte gerade sagen, das ist auch gar nicht genau an dem Schlüsselloch. Das hat mich, ja. Bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Wie auch immer diese Tür zuhält anhand dieser Schrauben. Aber dürfte ich erwähnen, dass es auch kein Kreuzfußnagel ist? Das ist ja. Ich kann die Tür einfach öffnen. Kein Kreuzfußnagel. Poki, wir sind schwer enttäuscht. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Oh. Nein! Ja, noch nicht zurück! Nein! Nein! Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Oh. Es tut mir leid. An mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest warum hebt sie ihm eigentlich immer den Ohren? Warum nicht? Stimmt. Danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Los, knabber dir die Fußzehen ab. Wahrscheinlich einfach, weil es witziger aussieht. Oh. HW1, die Fußnägel. Achso, nee. Du brauchst, glaube ich, nur anklicken. Welche? Oh, Knusper, mein Knusper. Gott. Oh, nee, oder? Nein, Poki. Poki freut sich und so. So. Nee, Poki, wird nicht passieren. Tut uns leid, Poki. I am so sorry. Oh, jetzt? Nehme ich den Ventilator. Nee, ich glaube, du musst dir ein Stuhlbein da dran, oder? Nehmen kann ich das zwar nicht, aber ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Hm? Hilf mal mit, Harvey. Und... Hey! Oder auch doch nicht. Okay, gut. Vor allem, er war ein vier... Ach, lassen wir das. Ja. Keine Logik im Computerspiel. Das ist so schön. Das ist so gut. Das Skelett mit dem Löffel. Ja. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Tut ihr doch schon.
was sich Poki bei der Bewegung gedacht hat. Was meinen Sie damit, Dr. Marcel? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, ist euch aufgefallen, dass der Typ keine Augen hatte, sondern nur Augenbrauen? Seine Augen waren einfach eine einzige Augenbraue. Ist er etwas faul? Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Sobald wir hier heraus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Oh, da ist er nicht mehr da. Ich glaube, dann können wir wieder ein bisschen Fußnägel-Action machen. Oh. Ich glaube, ich kann es einfach nehmen. Gut. Fest. Dann benutzt mal einen Fußnagel. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Klonk. Langsam will ich nicht. Zum Glück mussten wir nicht alle 4 Schrauben rausschrauben. Ja. Raus. Fußnageln.